Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Ja, mit dem wichtigen und schönen Thema, mit dem ich natürlich tagtäglich konfrontiert bin, im Bereich der Ernährungsberatung, natürlich auch im Bereich der Trainingsberatung. Das ist so die Tatsache, dass die meisten Menschen eigentlich weder mit einem Trainingsplan noch mit einer Ernährungsplanung Probleme haben. Die meisten Menschen, die haben ein Problem aus der alten Verhaltensweise in eine neue Verhaltensweise, in eben einen neuen Ablauf umzudenken. Das ist bei den meisten ein Problem. Das fängt an bei der Ernährung, dass da natürlich eben seit Jahrzehnten zum Teil ein gewisses Ernährungsverhalten praktiziert wird. So, und jetzt haben wir was ganz Neues. Wir sollen innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufstehen frühstücken, wir sollen in regelmäßigen Abläufen essen, wir müssen einen gewissen Zeitfenster, wenn wir einen Wunsch haben, um den Wunsch zu erfüllen, muss man natürlich auch eine gewisse Vorgabe einhalten. Und da fällt es den meisten Menschen schwer, gerade in der Anfangszeit, eben diese saubere Struktur aufzubauen. Da ist es nichts anderes wie im Hausbau, da ist nichts anderes wie im geschäftlichen Projekt. Da muss man gewisse Vorgaben erfüllen. Wenn man diese Vorgaben nicht erfüllt, dann wird letztendlich das Ziel nicht erreicht. Also macht es genauso wie im Berufsleben, macht es genauso wie in der Schule, macht es genauso wie ein Haus baut. Ihr braucht einen Plan, ihr braucht eine Struktur. Wann mache ich was? Plant es, nehmt euren Kalender heran. Tragt euch ein, wann ihr trainieren geht, zu welcher Tageszeit, zu welcher Uhrzeit. Plant die restlichen Dinge außen rum und setzt nicht sonntags hin und sagt, ja, nächste Woche gehe ich dreimal trainieren. Ich weiß zwar nicht genau, wann, aber ich gehe trainieren. Das funktioniert in der Regel bei den wenigsten Menschen. Deswegen baut euch eine trainingstechnische Struktur auf. Das heißt, in eurem Planer habt jeder was sowas zu Hause, elektronisch oder per Papierformat, tragt ihr ein, wann gehe ich trainieren. Das Gleiche ist, macht euch eine Einkaufsliste. Macht euch eine Einkaufsliste, ganz einfach. Guckt, was braucht ihr in der Woche zu essen und dann geht ihr abends in der Woche einkaufen. Nach einer gewissen Zeit, wenn ihr das regelmäßig macht, habt ihr eine Routine. Es strengt euch nicht mehr an. Ihr macht euch keine Gedanken mehr drüber. Und ab dem Moment, wo es so selbstverständlich ist, wie das Zähneputzen, das Haarkämmen, das macht ihr auch alles freiwillig, hoffe ich doch mal, und das Duschen, dann ist es überhaupt easy, dann ist kein Problem mehr. Und ganz, ganz wichtig, ankert bitte nicht die Aufenthaltszeit in der Küche, wo ihr eure gesunden Mahlzeiten herrichtet, ankert die bitte nicht, auf gar keinen Fall, als verlorene Zeit, als Stress, als ich habe keinen Bock, sondern ankert es bitte positiv. Ihr richtet euer Essen für euren gesunden Körper. Euer Körper soll Leistung erbringen. Ihr gebt ihm dafür die besten Nährstoffe. Ihr bleibt gesund, ihr werdet gesund. Ihr habt eine hohe Leistungsbereitschaft. Das sind alles wertvolle Dinge und die sollte man natürlich auch wertvoll ankern. Das Gleiche ist das Training. Wer das Training als ein Muss empfindet, oh Gott, ich muss wieder ins Training, oh Gott, ich muss das jetzt wieder machen, der wird es auf Dauer nicht ewig machen, beziehungsweise wird auch damit keinen Erfolg haben. Wenn man was tut, dann sollte man es auch mit einer gewissen Leidenschaft tun, vor allem dann, wenn man Wünsche hat. Und die Wünsche gehen nur in Erfüllung, wenn man mit einer gewissen Leidenschaft daran arbeitet. Deswegen bitte ich euch, wenn ihr was macht, macht es positiv, denkt mit positiven Ankern, setzt positive Ankern und dann werdet ihr natürlich auch entsprechend Erfolg haben. Das war's, Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, dein positives Denken, meine Aufgabe.